Die Sorgen vor den kommenden Monaten will die Bundesregierung mit einem Doppelwumms, wie ihn Bundeskanzler Scholz nannte, lindern. Morgen treffen sich Bund und Länder in Berlin, um über die Finanzierung des gigantischen Rettungsschirmes von 200 Milliarden Euro zu beraten und darüber, wie die Gaspreisbremse funktionieren soll. Die Bundesländer fordern mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr, Krankenhäuser oder Stadtwerke, um ihre Haushalte zu entlasten. Aber auch außerhalb Deutschlands ist man unzufrieden. Vor allem ärmere EU-Länder fühlen sich von Plänen der Bundesregierung überrumpelt. Und heute haben sich die Euro-Finanzminister in Luxemburg getroffen. Und einige sind ziemlich verärgert, Michael Grütz. Warum denn? Nun, einige waren sehr verschnupft, ganz offenbar Frankreich, Italien und einige kleinere gehörten auf jeden Fall dazu. Die Sorge, die da herrscht, ist, dass Deutschland mit einem großen, einem umfangreichen Paket in der Lage ist, auf diese Krise zu reagieren im eigenen Land und sich damit sozusagen aufgrund dieser Potenz zu einem Wettbewerbsvorteil bringt, den andere dann eben nicht haben und wo sie dann vielleicht nicht mitkommen. Also diese Sorge existierte und der deutsche Finanzminister hat nach eigener Aussage dann versucht, diese Sorgen zu zerstreuen, indem er deutlich machte, dass es sich ja auch nicht um einen Doppelwumms handle, sondern um einen Abwehrschirm und dass das ja auch bis 2024 gilt und am Ende des Tages unterm Strich angesichts der unterschiedlichen Größe der Länder auch nicht viel mehr sei als das, was schon andere längst gemacht hätten. Also ob es ihm wirklich gelungen ist, da alle Sorgen zu zerstreuen, das wissen wir nicht. Es wird sicherlich noch eine ganze Reihe Länder geben, bei denen die Skepsis gegenüber Deutschland in der Frage bleibt. Ende der Woche wird es einen informellen EU-Gipfel in Prag geben. Da werden die Energiepreise auch im Mittelpunkt stehen. Was ist da konkret geplant? Nun, wir wissen ja seit Freitag, als die Energieminister letzte Woche sich getroffen haben, dass es eine Reihe von Maßnahmen gibt, über die man bereits Einigkeit erzielt hat. Das betrifft einerseits diese sogenannten Übergewinne, das betrifft aber auch bestimmte Sparmaßnahmen. Wo man aber noch Uneinigkeit hat, das ist bei dem sogenannten Gaspreisdeckel. Da war Deutschland und auch andere bisher eher zurückhaltend, denn immer besteht die Sorge, dass wenn man einen Deckel, eine Limitierung eines Preises einführt, dass dann die Schiffe auf den Ozeanen einfach umdrehen und zu den Ländern umkehren, die einfach mehr bieten. Und morgen erwartet man nun von der EU-Kommission Vorschläge, die in eine Richtung gehen, einen sogenannten atmenden Gaspreisdeckel einzuführen. Also das sind immer wilde Beschreibungen über eine Flexibilität bei der Preisbildung. Letztendlich ist vollkommen unklar, ob das operativ überhaupt funktionieren kann. Also darüber besteht noch Uneinigkeit. Und das wird sicherlich eines der vielen wichtigen Themen auf dem Gipfel dann Ende der Woche in Prag sein. Michael Grütz, vielen Dank nach Luxemburg.